Ich möchte Ihnen heute unsere neuen Futterkörbe vorstellen. Unsere Demutfeeder. Wie ihr seht, sind die Körbe etwas anders als die herkömmlichen Open-End-Feeders, die ihr kennt. Dieser ist auf der einen Seite komplett geschlossen, besteht aus Plastik und ist komplett mit Löchern umhüllt. Warum er das hat, zeige ich euch jetzt. Wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie man das Fangen bzw. das Füttern besser machen kann. Da kam uns die Idee, dass wir nicht den Fisch, den wir fangen wollen, befüttern, sondern den Fisch danach befüttern wollen. Das heißt, feed the second fish, das heißt, fütter den zweiten Fisch, den du fangen möchtest. Ja? Und wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Vom Grundsatzprinzip ist das ganz einfach. Ihr geht mit eurem Korb in eure Kaster, in eure Maden rein, füllt den so voll, wie ihr das gerade möchtet oder wie der Fisch das zulässt, mit Ködern. Ja, in dem Fall mache ich ihn jetzt ein Viertel voll. Ja. Dann nehme ich einfach mein Futter und gehe mit dem Korb in mein Futter rein und drücke von außen Futter dazu. Jetzt habe ich das quasi wie ein Sandwich. Ja. Hinten nur Köder und vorne Futter. Das Wichtige hierbei ist jetzt, dass wenn der Futterkorb am Boden ankommt, fällt das Futter hier vorne raus. Die Kaster aber bleiben in dem Korb liegen. Ja? Und wenn ich jetzt einen Biss bekomme und ich schlage an, erst dann schüttelt der Korb sich hoch und gibt dann meine Köder frei. Und ich habe direkt für den Brassen, der weiter fressen möchte, genug Köder da liegen, damit der nicht meinen Futterplatz verlässt. Unseren neuen Demutfeeder gibt es in zwei verschiedenen Größen und in den Gewichten 20, 30 und 40 Gramm. Und ich denke, dieser Korb wird Ihnen helfen, mehr Fische zu fangen.